Hallo, mein Name ist Irina Frank und das Thema heute ist Lippenstift auf den Zähnen entfernen, so dass wir saubere, schöne Zähne bekommen. Von diesem Bild zu diesem Bild. Wie macht man das? Wenn nur ein paar kleine Flecken sind, dann retuschiert man schnell mit einem Kopierstempel. In unserem Fall ist es mehr als nur ein paar Flecken. Wenn ich jetzt mit einem Kopierstempel retuschieren anfange, werde ich sehr schnell feststellen, dass in diesem Fall, dass es nicht die richtige Methode ist. Ich zeige euch gleich, wie man schnell den Lippenstift entfernt. Ich erstelle eine neue Ebene. Wähle passende Zahnfarbe aus und male über die Zähne. Nun wähle ich eine Schattenfarbe aus. Und male über die Schattenbereiche. Nun brauche ich einen schönen Verlauf zwischen diesen zwei Farben. Ich gehe Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Ich stelle den Radius erstmal auf 0 und verschiebe langsam nach rechts, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden bin. Das reicht mir noch nicht. Noch mehr. Das sieht schon fast gut aus. Ist ein bisschen zu viel. Zurück. Das finde ich gut. Ich klicke auf OK. Ich erstelle eine Maske, nehme einen Pinsel mit schwarzer Vordergrundfarbe und entferne die Farbe da, wo die nicht sein sollte. Ich reduziere die Deckkraft und Fluss und male zwischen den Zähnen. Nun will ich noch die Highlights zufügen. Ich erstelle noch eine leere Ebene. Nehme wieder einen Pinsel, weiße Vordergrundfarbe, die Deckkraft und der Fluss 100% und male die Highlights. Ich reduziere ein bisschen die Deckkraft, sodass die Highlights natürlicher aussehen. Und was uns noch fehlt, letzter Schritt, wir fügen noch ein bisschen mehr Texturen. Ich erstelle wieder eine neue leere Ebene, indem ich Alt-Taste gedrückt halte und auf Neue Ebenen-Symbol hier unten klicke. Modus für diese Ebene, weiches Licht und das Häkchen hier aktivieren. Mit neutraler Farbe für den Modus weiches Licht füllen. Okay. Nun gehe ich Filter, Rauschfilter, Rauschen hinzufügen. Füge Rauschen hinzu. 9% reicht mir. Ich klicke auf OK. Füge schwarze Maske hinzu. Und nun male ich nur über die Zähne. Ich reduziere die Ebenendeckkraft. Wir brauchen nur ein wenig Texturen.
Und jetzt sind wir fertig. Schauen wir uns vorher und nachher an. Das war vorher und das ist nachher. Und nochmal vorher und nachher. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.